Ja, man ist halt im Koma. Von so einem Saufkoma. Da kann man eh nicht mehr fliegen. Ja, genau. Ist das so, wenn man im Koma ist, bringt auch nichts. Willst du auch nicht so eine Leiche dann? Das macht ja keinen Spaß. An Halloween. Entweder schminken oder trinken. Trinken. Klar, man kann ja auch irgendein anderes Kostüm dann tragen. Richtig. Ja. Also trinken, gute Cocktails, Drinks stehen im Vordergrund. Und wenn man dann rummacht, dann fällt es auch nicht auf, weil keine Schminke verschmiert ist. Richtig, ja. Hat seinen Vorteil. Entweder trinken oder schminken. Trinken. Trinken. Okay, alles klar. Das an Halloween ist tatsächlich nicht so wichtig, ne? Entweder trinken oder schminken an Halloween. Trinken. Weil du nicht so der Halloween-Typ bist. Trinken über nichts zu tun, ist egal. Scheiß auf die Schminke. Halloween-Kostüm geklärt, wa? An Halloween entweder trinken oder schminken. Trinken. Trinken. Ja, geht um den Spaß. Ja. Muss mal ein anderes Kostüm wählen ohne Schminke. Fall trinken. Maske anziehen drüber, so eine Komplettmaske. Genau, genau. Ungeschminkt. Ja, ungeschminkt. Ah, wirklich, ja? Nein. Da kann man sich alle Leute schön trinken, weil man ja immer trinken darf. Ja, wäre ganz cool, glaube ich, mal so eine ungeschminkte Party. Sexy Dress jedes Jahr an Halloween oder nie wieder Halloween feiern? Nee, Sexy Dress jedes Jahr Halloween. Ist ja keine Frage. Also keine Frage, ja. Das kannst du direkt über. Definition von Halloween. Richtig. So. Sexy Dress jedes Jahr an Halloween oder nie wieder Halloween feiern? Sexy Dress jedes Jahr an Halloween. Ja, Sexy Dress an Halloween. Sexy Dress jedes Jahr an Halloween oder nie wieder Halloween feiern? Nie wieder Halloween feiern. Okay. Sexy Dress jedes Jahr an Halloween oder nie wieder Halloween feiern? Sexy Dress jedes Mal an Halloween. Ja, stimme ich zu. Entweder mindestens einen Typ küssen oder nicht Halloween feiern dürfen. Mindestens einen Typ küssen oder kein Halloween? Nee, dann keinen Typ küssen. Okay, dann kein Typ, kein Halloween. Nee, kein Typ, aber Halloween feiern. Nee, das ist ja nicht... Nee, entweder du feierst Halloween, aber dann auch einen Typ küssen, ja. Oder gar kein Halloween für dich dieses Jahr. Nee, dann Halloween einen Typ küssen. Ja, das ist natürlich. Ein kleiner Kontrollkurs geht schon. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das gehört zusammen. Das gehört nämlich auch zusammen, ne? Sexy Dress als Single, Sexy Dress, ein kurzer Knutsch, Schminke, gute Drinks, gute Freunde. Richtig. Und am Ende eine coole Party in der Stadt. Ja. Im Sir Walter. Nein. Ist eh zu voll wahrscheinlich. Da steht man, je nach Uhrzeit, steht man da 2 Stunden an oder gar nicht, wenn man früh kommt. Okay. Ist ja prinzipiell nichts gegen einen Sven. Entweder mindestens einen Typen küssen an Halloween oder kein Halloween feiern. Kein Halloween feiern. Mindestens einen Typ küssen. Entweder mindestens einen Typen an Halloween küssen oder Halloween nicht feiern dürfen. Nicht feiern dürfen. Entweder mindestens einen Typen an Halloween küssen oder gar nicht Halloween feiern dürfen. Mindestens einen Typen küssen. Ich auch, weil man könnte den Freund küssen immer. Zum Beispiel. Oder man ist dann ungeschminkt, aber dafür darf man ja trinken, dann kann man sich die Männer schön trinken. Ja. So ein Ding. Ja. Oder? Das stimmt. One-Night-Stand an Halloween eher oder an Karneval eher? Halloween. Du bist ja der Halloween-Typ, hast du ja schon gesagt. One-Night-Stand eher an Halloween oder an Karneval? Eher an Halloween, weil ich Karneval nicht feiere. Ich bin nicht aus Düsseldorf. Okay. Halloween, ich komme auch nicht aus Düsseldorf. One-Night-Stand eher während Halloween oder während Karneval? Karneval. One-Night-Stand eher an Halloween oder Karneval? Gar nicht. Und was eher? Wenn es sein muss, Halloween. Ich würde Halloween sagen, besser als Karneval. Das ist, glaube ich, spannender. Ist das ein bisschen gehobener, spannender? Weil, ja, hat was Mysteriöseres. Okay. Also Karneval hat irgendwie was. Ja, man ist halt im Koma. Von so einem Saufkoma. Da kann man eh nicht mehr fliegen. Ja, genau. Ist das so, wenn man im Koma ist, bringt auch nichts. Willst du auch nicht so eine Leiche dann? Das macht ja keinen Spaß. Also ja, das stimmt. Dann Halloween. Ja, also ich glaube, wenn sowas vorkommen würde, bei mir dann eher an Karneval, wenn ich zu betrunken bin. Ja. Shades of Grey mäßig. So Shades of, jetzt Halloween-mäßig. Ja, ja, genau. So hat was Mysteriöseres, Verruchteres. One-Night-Stand mit einem Mann im Engelskostüm oder in einem Teufelskostüm? Teufel. Ja, Teufel. Warum Teufel? Verruchter. Ne? Dann will man für eine Nacht, braucht man auch keinen Engel. Da braucht man mal den Bad Boy. Da braucht man mal den Bad Boy für eine Nacht. Einen Typ, der einen nicht von der Bettkante stößt, sondern auf der Bettkante stößt. Ja, lass ich so stehen. Alles klar. Danke dir. One-Night-Stand mit einem Mann im Engels- oder im Teufelskostüm?
Teufelskostüm. Teufelskostüm, okay. Weil der einfach ein bisschen mehr Edge hat? Oder? Ja, es spiegelt schon eher so die Seite, die man da an dem Abend dann doch erleben möchte. Und du? Kann ich mich nur anschließen. Ja, Teufel, alles klar. One-Night-Stand mit einem Mann im Engels- oder im Teufelskostüm? Teufel. Warum Teufel? Weil er so ein bisschen so mehr Edge hat, weil er so ein bisschen so der böse Mann ist? Also erstens, ich habe noch nie einen Mann im Engelskostüm gesehen. Stell's dir mal vor. Ziemlich rar. Ja, oder sagen wir Zahnfee. Ja, Bad Boys. Bad Boys. Klar. Für einen One-Night-Stand dann doch lieber den Bad Boy. Ja. 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 Sagen wir mal, wie es ist. Klar. Den Bad Boy. Wer will dann schon den lieben Mann, der irgendwie dann noch sagt, oh, sorry, und alles nachfragen muss? Schon. Okay. Würdest du dann auch Sex eher mit einem One-Night-Stand eher mit einem Typen im Teufelskostüm als einem Engelskostüm haben? Schwierige Frage. Engelskostüm. Oh, warum Engel? Einfach Engel, der ein One-Night-Stand hat, ist, glaube ich, spannender als ein Teufel. Spannender? Ich hätte jetzt gesagt, das lieber ist irgendwie vertrauenswürdiger. Spannend habe ich auch noch nicht gehört. Ich glaube, Das wäre auf jeden Fall anti-klischeehaft. Das, also, ja. Es wäre nicht klischeehaft, ein Engel. Aber passt auch, du bist ja selber so sehr weiß, so Engel, quasi so ein Heiligenschein oben drüber, das würde dann zusammenpassen. Ja. Okay. Also, sind wir mal ehrlich jetzt, eigentlich ist ein Mann im Teufelskostüm schon geiler, oder? Ich finde schon, ja. Ich würde den Teufel vorziehen. Du bist Team Teufel, ja? Ja, so Team für Teufel. Eine Nacht einmal jemanden, der irgendwie dann auch nicht nachfragt, oh, darf ich dich erst aufs Bett schmeißen, ich lege noch drei Kissen runter, sondern der schmeißt dich einfach hin und dann geht's rund. Ja. Ja, besser als so ein Engel, der so, ah, so. Ja, ich glaube schon, ja. Besser ist. Alles klar.